Ja, so kann's gehen. Jetzt bin ich endlich da. Hallo allerseits zum Netzsprech. Ich bin ein paar Minuten zu spät. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ich habe soeben entdeckt, Facebook hat ein neues Feature mit hineingenommen. Ja, das hat mich etwas überrascht. Es wurde nicht vorher angekündigt. Jetzt gab es ein paar zusätzliche Fenster, die ich erstmal abarbeiten musste, bevor ich jetzt endlich zu euch komme. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute geht es wieder um Netzsprech. Ich hatte für heute das Thema angekündigt: Jahresrückblick. Welchen Sinn und Zweck hat ein Jahresrückblick für dich? Egal, ob du jetzt selbstständig bist oder ob du Pastorin, Pastor bist, so ein Jahresrückblick ist sinnvoll. Auch für Angestellte, aber für Selbstständige und für Pastoren und Pastorinnen ist es nicht nur sinnvoll, sondern absolut notwendig. Wieso, weshalb, warum? Das möchte ich euch gleich mal zeigen. Ich habe dafür eine kleine PDF wieder erstellt. Und in der PDF gehe ich einmal auf das Thema Jahresrückblick ein. Und zum anderen gehe ich auf das Thema ein mit der Jahresplanung. Beides wird mit Beispielen, wie immer, von mir gespickt, mit verschiedenen Dingen aus dem normalen, realen Leben, Dingen, die du auch sofort umsetzen kannst. Ich werde jetzt nicht mit meinem eigenen Jahresrückblick beginnen. Dafür gibt es einen anderen Termin, gibt es auch eine ganz andere Veranstaltung, und zwar am 19. Kannst du gerne mal bei mir in die Veranstaltungsübersicht hineinschauen. Am 19. kommt mein persönlicher Jahresrückblick und eben auch die Jahresvorausschau für 2020. Genug der langen Rede, auf geht's. Jetzt starte ich mal mit der PDF. Dafür zeige ich dir jetzt erstmal einmal den Bildschirm. So haben wir ihn. Da haben wir ihn. So. Jawohl, du kannst mich gut sehen. Und trotzdem noch auf jeden Fall die PDF. So soll es sein. Also, Netzsprech ist ja meine kleine Reihe zu allen Dingen, die in irgendeiner Form mit dem Internet, mit den sozialen Medien, aber auch mit der Selbstständigkeit oder mit der Arbeit in der Gemeinde zu tun hat. Was du wie in welcher Form gebrauchen kannst. Und jetzt, heute geht es um Jahresrückblicke. Liegt nahe, wir haben Ende Dezember, na gut, wir haben Mitte Dezember. Aber trotzdem, das Jahr, das rast jetzt dem Ende hin entgegen, und jetzt kommt noch eine sehr stressige Zeit für die meisten, was nicht sein muss, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ist jetzt eine gute Gelegenheit, mal über das Thema Jahresrückblick nochmal zu sprechen. Wieso ist das überhaupt notwendig? Was bringt dir das sowohl beruflich als auch privat? Inwieweit bringt dich das weiter, wenn du so einen Jahresrückblick hast? Ja, Jahresrückblicke, ich habe es vorhin schon erwähnt, sind für jeden sinnvoll. Aber aus meiner Sicht sind sie absolut notwendig, tatsächlich für Pastorinnen, Pastoren und für Selbstständige. Warum? Das hängt damit zusammen, wie die Verbindung zur Arbeit ist. Als Angestellter geht es darum, einen Arbeitsplatz auszufüllen, Arbeiten zu erledigen, die dir zugewiesen sind. Du hast vielleicht deinen Wunschberuf ergriffen, bist vielleicht auch in deiner Wunschfirma, aber alles wird dir von außen zugeordnet oder das meiste jedenfalls. Also das, was wichtig ist, deine Ziele, die Zielvorgaben und die Zielsetzungen. Bei Pastorinnen, Pastoren und auch bei Selbstständigen, das haben diese Gruppen gemeinsam, ist das etwas anders. Du ergreifst den Beruf der Pastorin, des Pastoren, nur wenn du bestimmte Ziele vor Augen hast. Genauso ist es mit der Selbstständigkeit. Du machst dich nur selbstständig, wenn du ganz konkrete Ziele vor Augen hast, worin auch immer die jetzt bestehen mögen. Das kann sein die Selbstverwirklichung, das kann sein die Vermittlung deiner Werte, das kann sein, dass du das Bedürfnis hast, Menschen zu helfen. Das kann auch sein, dass du
in irgendeiner Form die Welt verbessern möchtest. Das alles sind Dinge, die damit zusammenhängen. Deine persönlichen Ziele, wenn du dich selbstständig machst oder wenn du Pastorin oder Pastor wirst, dann hast du da eine gewisse Zielsetzung und diese Zielsetzung ist der Kern deiner Tätigkeit. Beim Angestelltenverhältnis ist es tatsächlich wirklich etwas anderes als Selbstständige oder aber im freien Beruf wie als Pastor, Pastorin unterwegs zu sein. Du hast da eine andere Einstellung. Ja, Arbeit ist wichtig im Angestelltenverhältnis. Viele identifizieren sich auch als Mensch über die Arbeit. Leider. Aber es ist trotzdem was anderes. Es ist nicht der Kern, nicht der Kern deiner Tätigkeit. Es ist nicht der Kern deiner Intention, der Kern deiner persönlichen Zielsetzung, deiner persönlichen Wünsche und deines ganzen Strebens. Das hast du aber, wenn du eben in diese Berufe hineingehst. Wenn du dich selbstständig machst, ist es so, dass du ganz bestimmte Ziele vor Augen hast. Bei mir sind es beispielsweise von Anfang an die Ziele gewesen, dass ich Wissen weitergeben möchte. Ich möchte Wissen weitergeben an Erwachsene. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, in meinen verschiedenen Arbeitsbereichen heraus und aus meinen persönlichen Erfahrungen heraus auch. Das sind Dinge, die mich antreiben. Werte weitergeben, Erfahrungen weitergeben, Wissen weitergeben. Gerne auch die Welt retten, wenn es sich ergibt. Das geht dann aber bei mir mehr so in Richtung moralisches Testament. Aber das sind so die Ziele, die ich so verfolge. Und da habe ich natürlich auch Zielvorgaben. Und das wird jeder von euch, wird das genauso haben. Du wirst dir mit Sicherheit auch Zielvorgaben geben, dass du sagst, ich möchte beruflich gesehen zum Beispiel den und den Umsatz haben. Ich möchte einen Jahresumsatz haben von 50.000 Euro. Oder ich möchte meine Konfirmandin, meine Konfirmanden besser erreichen. Oder ich möchte, dass die Jugendlichen länger an meinen Werten bleiben, länger auch entweder in der Kirche mitarbeiten oder aber im Betrieb als Auszubildende bleiben und eben ins Angestelltenverhältnis übertreten. Das sind so die Zielvorgaben, die du dir selber gibst. Und dann hast du auch Zielsetzungen, indem du sagst, okay, die Zielvorgabe ist das, das möchte ich erreichen. Und das erreiche ich, indem ich folgende Etappen gehe. Das machst du selbstständig, wenn du Selbstständige oder Selbstständiger bist. Und das machst du auch zum größten Teil selbstständig, von der Planung her, wenn du Pastorin oder Pastor bist. Bei den Angestellten ist es tatsächlich so, dass diese Vorgaben, das Ganze, diese Ziele des Unternehmens, die Zielvorgaben, was muss erreicht werden, und die Zielsetzung, in welcher Zeit muss was, in welchem Umfang erreicht werden, das wird dir als Angestellter, wird dir das vorgegeben. Da du als Selbstständiger oder als Pastorin, Pastor, das alles selbst machst, hängt da dein Herz dran. Da bist du mit Fleisch und Blut hinter, mit Knochen, mit allem. Da hängt dein Herzblut dran. Das ist das, was du unbedingt erreichen willst. Das hat Vor- und Nachteile. Denn du hast auf der einen Seite das, was du unbedingt erreichen willst. Du hast deine Ziele, deine Zielvorgaben und deine Zielsetzungen. Du weißt ganz genau, was du erreichen willst. Und dann schlägt der Alltag zu. Dann kommen die Verwaltungsarbeiten. Dann kommt die Buchhaltung. Dann kommt die doppelte Buchhaltung. Dann kommt das Finanzamt, dann kommen andere Behörden hinein. Jeder hat seine Vorgaben für dich und du bist am Rotieren. Dann kommen Standard-Routine-Aufgaben, die du tagtäglich erledigst. Und du gehst unter in der Alltagsarbeit. Es ist wie ein Hamsterrad. Du fängst immer wieder von vorne an und machst immer wieder das Gleiche und kommst irgendwie nicht vom Flecke.
Und du denkst dir dann immer, nee, ich bin kein Hamster im Rad, ich bin die Maus in der Milch und ich trete so lange, bis ich Butter habe und aus dem Topf wieder raussteigen kann und das Ziel erreiche, was ich erreichen will. Die Gefahr ist, dass du denkst, du bist eine Maus, in Wahrheit aber trotzdem ein Hamster bleibst und weiter einfach in deinem Alltag rotierst und rotierst und rotierst. Und da passiert dann Folgendes. Deine Ziele, die verabschieden sich im Alltag, weil du vom Alltagsgeschehen, von der Routinearbeit, seien es Verwaltungsarbeiten, seien es Planungen, seien es Besprechungen, die ständig durchgeführt werden müssen, sei es die Kundenakquise, sei es die Ansprache von Eltern, sei es die Ansprache von Kunden, sei es die Ansprache von Presse oder von Multiplikatoren. Egal was, du bist Tag um Tag und Tag beschäftigt und ackerst und ackerst und ackerst und die Ziele, die du eigentlich erreichen wolltest, die sind nicht mehr so greifbar wie zu Anfang. Das verschwindet so langsam. Und da ist dann eben die nächste Gefahr, dass du dann an dir selbst zweifelst. Mache ich nicht genug? Warum wird meine Kirche nicht voll? Warum erreiche ich meinen Umsatz nicht? Warum bleiben die Konfirmanden nach dem Konfirmandenunterricht dann weg? Warum bleiben die nicht in der Kirche? Warum entschwinden sie dann? Warum kann ich den Neukunden nicht zum Stammkunden machen? Warum bucht er nicht nochmal? Das alles sind dann so Fragen, die auftauchen. Und dann wird noch mehr losgetreten. Und du denkst ja, du bist die Maus und trittst die Milch zur Butter. In Wahrheit bist du aber im Hamsterrad, im Alltagsbetrieb. Die Erfolge, die du hast, nimmst du gar nicht so richtig wahr, weil du ja immer weiterarbeitest und weiterarbeitest und weiterarbeitest. Und dieses ewige Weiterarbeiten und das Gefühl haben, nur erstmal das Gefühl haben, nicht weiterzukommen, keine Ergebnisse zu erzielen, die du erzielen willst, das führt ja zu einer gewissen Ermüdung. Seien wir mal ganz ehrlich, wenn wir ständig irgendwas versuchen und wir kommen nicht voran, irgendwann sind wir frustriert, irgendwann sind wir sehr, sehr müde und irgendwann sagen wir dann auch, okay, muss das sein? Und eine klitzekleine Vorbeugung dafür ist tatsächlich, mit Jahresrückblicken zu arbeiten. Nicht nur mit Jahresrückblicken, das ist ganz klar, aber der Jahresrückblick ist ein sehr, sehr gutes Mittel. Einfach um erstmal zu sehen, okay, was habe ich denn jetzt eigentlich tatsächlich geschafft? Mein Gefühl sagt mir, ich trete hier die ganze Zeit, aber ich schaffe nichts. Ich erreiche die Leute nicht. Ich kann meine Werte nicht weitergeben. Die Kunden bleiben weg. Die Gemeindemitglieder kommen nicht in die Kirche. Ich predige nach wie vor 20 Leuten. Andere machen es vor 300, 400. Wieso? Warum kommen alle zu Weihnachten? Warum kommen 2 Wochen später keine Leute mehr in die Kirche? Ich bin die gleiche Person. Ich predige genauso enthusiastisch wie zu Weihnachten. Aber warum will mich da keiner hören? Warum nur zu Weihnachten? Warum bin ich als Selbstständige unterwegs? Warum hat mein Kunde einmal gebucht, hat mir eine begeisterte Bewertung geschrieben, aber trotz mehrerer Angebote, ich kriege den nicht wieder reaktiviert. Woran liegt das? Was mache ich verkehrt? Habe ich nicht genug getan? Muss ich mehr tun? Geht es in die falsche Richtung? Habe ich das Falsche getan? Und da geht eben der nächste Schritt los, Bestandsaufnahme. Das ist der Jahresrückblick, den ich jedem empfehle. Jeder von uns sollte sich mindestens einmal im Jahr zum Jahresende hinsetzen. Ich mache es monatlich. Ich weiß aber auch, dass ich in der Hinsicht eine kleine Macke habe und ich plane halt sehr gerne. Ihr wisst, ich bin ein geistiger Prepper. Ich bereite immer alles vor. Ich plane und gucke dann auch, wie weit sind die Pläne erfolgreich gewesen, was muss ich anpassen und so weiter. Aber der Anfang ist erstmal der Jahresrückblick. Wenn du einen Jahresrückblick machst und dann wirklich sachlich guckst, wie sehen denn die Zahlen aus? Wie sehen denn die nackten Fakten aus? Was kann ich nachmessen?
was kann ich tatsächlich feststellen? Und dann zusätzlich das emotionale Gepäck mit. Wie fühle ich mich damit? Also, du kannst ja beispielsweise nur einen Kunden haben. Einen Neukunden hast du vielleicht nur im letzten Jahr gewonnen. Aber dieser Neukunde, der macht dich wahnsinnig glücklich, weil du den zufriedengestellt hast. Der rennt jetzt mit einem riesigen Grinsen durchs Gesicht, im Gesicht, durch die Gegend und macht Werbung für dich. Der ist so begeistert von dir, dass er jedem erzählt, wie toll du bist. Oder du hast eine Beerdigung und diese Beerdigung hat, wenn du Pastorin, Pastor bist, zur Folge, dass dich die Angehörigen Monate später darauf nochmal ansprechen und dir sagen, Dankeschön, das hat mir über die letzten Monate hinweg geholfen. Dann hast du zwar auf dieser linken Seite, auf der sachlichen Seite hast du einen Neukunden oder eine Beerdigung, die wirklich jede Menge Menschen erreicht hat und die diesen Menschen geholfen hat. Aber du hast auf der emotionalen Seite was ganz Tolles, nämlich das Erfolgsgefühl, das Erfolgserlebnis und eine innere Zufriedenheit. Und das sind dann so die Punkte, auf die du dich dann fokussieren kannst. Dann kannst du nämlich sagen, okay, das sind erstmal die nackten Zahlen, da weiß ich jetzt, wo ich stehe. Das mache ich beispielsweise regelmäßig mit meinen Social-Media-Zahlen. Ich mache das dann so, dass ich am Jahresanfang, da bin ich jetzt schon mal einen Schritt voraus bei der Jahresplanung, am Jahresanfang eine Liste mache, bei welchen sozialen Netzwerken bin ich, wie ist da jetzt die Followerzahl, wie ist da die Interaktivität, wie sieht's da aus mit dem Teilen, wie sieht's mit dem Kommentieren aus. Einfach erstmal die nackten Zahlen und dann nehme ich mir einen Plan vor. Am Jahresende möchte ich gerne folgende Zahlen haben. Und dann schaue ich am Monatsende, jeden Monat am Monatsende, also 12-mal im Laufe des folgenden Jahres nach, wie haben sich die Zahlen in den jeweiligen Netzwerken geändert? Sind sie nach oben gestiegen? Sind sie gleich geblieben? Sind sie eventuell gesunken? Gibt es eine Ursache dafür? Verfehle ich meine Zielgruppe? Oder sind das Menschen, die sich für ein spezielles Thema interessiert haben? Das Thema ist jetzt erstmal abgehakt, deswegen wandern sie weiter. Die neuen Themen interessieren sie nicht. Das alles kann ich durch meine Zahlen zumindest schon mal einordnen. Und ich kann auch sehen, ich habe beispielsweise mit einer besonderen neuen Technik gearbeitet. Zahlen gehen nach oben oder nach unten. Ich poste zu anderen Zeiten, verändert sich was. Ich nehme neue Themen, ich habe eine andere Art zu sprechen, ich habe den Fokus auf anderen Netzwerken. Was ändert sich da zahlentechnisch? Und dann sehe ich mir auch immer wieder das Emotionale an. Wie zufrieden bin ich damit? Ich habe mir bestimmte Zahlen, wie gesagt, für alle Netzwerke vorgenommen und bei einigen bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Da ärgere ich mich auch drüber, über mich selber, weil ich nicht mehr gemacht habe. Schusselchen. Aber bei den meisten bin ich sehr zufrieden und traurig bin ich bei keinem einzigen. Also deswegen würde ich sagen, was da so läuft, läuft ganz gut. Und so sehe ich mir die einzelnen Bereiche an. Und das eben nicht nur beruflich, sondern wirklich alle Lebensbereiche. Wenn es dein persönliches Ziel war, im letzten Jahr mehr Zeit beispielsweise mit deiner Familie zu verbringen, mehr Zeit mit deinen Kindern zu verbringen, und du hast das Gefühl, ich wollte so viel mit meinen Kindern unternehmen, aber irgendwie ist mir immer die Arbeit dazwischen gekommen und du fühlst dich unzufrieden, du bist unglücklich. Dann kannst du trotzdem mal gucken, okay, was habe ich denn konkret mit meiner Familie, mit meinen Kindern unternommen? Und dann kannst du ja sehen, okay, wir waren in den Ferien zusammen unterwegs, wir haben diese Ausflüge gemacht, wir waren dort, wir haben die Familienmitglieder besucht, wir haben das unternommen, da war meine Tochter krank, da war mein Sohn krank und ich war für sie, für die beiden jeweils da. Das sind dann auch alles Dinge, die du verdrängt hast eventuell. Und wo du dann sagen kannst, okay, ich habe das Gefühl, ich habe ein schlechtes Gewissen von Natur aus. Gerade alleinerziehende Mütter und alleinerziehende Väter haben das, aber ich denke, Eltern generell haben das, das Gefühl des schlechten Gewissens, nie genug zu tun. Und da ist es eben möglich zu sagen, okay, mehr kann ich immer tun, aber ich habe schon eine ganze Menge getan. Und wenn du dann richtig mutig bist und es wirklich wissen willst,
dann nimmst du dir deine Familienmitglieder oder deine Kinder speziell mal zur Seite und fragst sie, wie sie das Jahr empfunden haben. Was war besonders toll und was hat sie besonders traurig gemacht? Und dann hast du auch da Anhaltspunkte. Und dann kannst du sehen, okay, ich habe vielleicht diese Sachen, ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Dann weißt du aber auch, wie wichtig dir das ist, ob du mit dem Zustand, den du jetzt hast, ob das schon annähernd das erreicht hat, was du erreichen möchtest, oder ob du davon noch ganz weit entfernt bist. Und dann kannst du Stellschrauben anziehen. Und dann kannst du sagen, okay, passt auf, wir machen es folgendermaßen. Wir haben spezielle Zeiten geblockt, nur für euch. Oder dann kannst du auch sagen, einmal im Monat unternehmen wir was. Oder alle 2 Monate, wenn es zeitlich nicht anders passt. Aber du kannst das dann steuern. Und du kannst dann eben auch für dich entscheiden, das eine ist das Sachliche, das andere ist das Emotionale und dann eben die größten Schnittmengen von beiden herausfinden. Was bringt es dir, wenn du ganz viel Erfolg im Beruf hast, aber unglücklich bist, weil du deine Kinder vernachlässigst? Oder was bringt es dir, wenn du super glücklich bist, weil du mit deinen Kindern wahnsinnig viel unternommen hast, aber du kommst irgendwie beruflich kein Stück weiter und du bist unglücklich im Beruf, weil du, was weiß ich, vielleicht auf die falsche Zielgruppe gesetzt hast oder dich übernimmst oder zu viel auf einmal versuchst oder aber Arbeiten, die du abgeben kannst, nicht abgibst, weil du nicht weißt, wie du sie abgeben könntest. Das alles spielt da ja rein. Das alles spielt da ja eine Rolle. Durch diese Bestandsaufnahme bekommst du ein realistischeres Bild. Du wirst immer ein bisschen blind sein. Das ist einfach so. Das ist Betriebsblindheit. Was dich selbst betrifft und was dein eigenes Unternehmen betrifft, wirst du nie 1000%ig erfassen. Aber du kannst so gut wie möglich dir ein Bild verschaffen. Wie sieht's aus und wie fühlt sich das alles an für dich? Und da kann es dann eben auch mal sein, dass du Projekte, die du abgeschrieben hast, reaktivierst. Und dann kann es auch sein, dass du andere Projekte in die Tonne trittst, weil du merkst, nein, es läuft in die falsche Richtung. Das alles sind Dinge, die dadurch dann herauskommen. Und dann gleichst du ab, wie sollte es sein? Was hast du dir am Jahresanfang vorgenommen? Wir alle kennen das ja, Neujahrswünsche und Neujahrsvorsätze. Was wollen wir im nächsten Jahr erreichen? Aufhören mit dem Rauchen, weniger Zeit am Computer zubringen, Smartphone-freie Zeit, mehr an der frischen Luft sein, mehr Bücher lesen oder was auch immer. Und was haben wir dann gereicht? Was haben wir erreicht? Wenn du dir beispielsweise vornimmst, also im Jahr 2020 will ich jeden Monat ein Buch lesen, also 12 Bücher bis Jahresende Minimum. Und du hast aber dann am Jahresende statt deiner 12 Bücher nur 3 lesen können, dann mag dich das im ersten Moment vielleicht frustrieren, aber sei ehrlich, werden es nicht trotzdem 3 mehr sein als 2019? Ist das nicht ein kleiner Etappensieg, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung? Ist das nicht erstmal der Anfang, den du dir damit schon gegönnt hast? Also das ist diese Anpassung auch vom Soll ist, wenn du dann feststellst, okay, 12 Bücher schaffe ich einfach nicht. Ich habe jetzt 3 geschafft. Wenn ich mir jetzt wieder 12 vornehme, ist das absolut frustrierend für mich. Ich nehme jetzt mal 6 vor, dann ist das eine Verdoppelung. Vielleicht schaffe ich ja im nächsten Jahr 6. Anstatt 3 Bücher oder 0 Bücher, jetzt von 0 auf 3 und von 3 auf 6. Das wäre auch eine Anpassung. Also wenn du merkst, die Ziele sind zu hoch gesteckt, dann behalte das große Ziel mit 12 Büchern oder mit 200.000 Euro Umsatz oder mit 400 Gemeindemitgliedern in jedem Sonntagsgottesdienst im Auge. Und nähere dich dem an. Und wenn du feststellst, das ist jetzt zu hoch gesteckt, dann behalte das Ziel, aber unterteile es in kleinere Ziele und arbeite dich von kleinen Etappenziel zum nächsten kleinen Etappenziel vor. Wie bei einer langen Wanderung. Jeder, der wandert, weiß, und vor allem jeder, der Mehrtagestouren gewandert ist, weiß, dass man sich kleine Etappenziele vornimmt.
und in dem Tempo vorwärts geht, der der eigenen Kondition entspricht. Und dann kommt man irgendwie zum Ziel. Und das Wichtige ist, es geht jetzt um Optimierung, ja, aber es geht nicht um diese vermaledeite Selbstoptimierung, die in aller Munde ist. Es geht eben nicht darum, noch besser zu werden und noch mehr in noch weniger Zeit zu schaffen und noch effektiver zu sein. Effektivität ist super. Versteh mich richtig. Ich liebe Effektivität. Ich bin auch lieber effektiv. Aber, dickes, fettes, aber, das ist nicht der Sinn und Zweck unseres Lebens. Der Sinn und Zweck unseres Lebens ist, eigene Ziele zu haben, eigene Wünsche zu haben und die zu erreichen und die zu verfolgen. Und eben nicht die Ziele und die Wünsche, die uns von außen übergestülpt werden. Jetzt haben wir natürlich so bestimmte Zielvorgaben von außen. Ich habe es schon erwähnt, solche Sachen wie Finanzamt und Co. Das sind Zielvorgaben, die haben wir alle zu erfüllen. Oder auch Vorgaben von Vorgesetzten. Wenn du jetzt Pastorin oder Pastor bist, hast du Vorgesetzte in der Kirche und auch da gibt es ja gewisse Vorgaben, was zu erfüllen ist. Du bist also nicht komplett hundertprozentig frei, aber das ist niemand von uns. Aber dennoch ist es eben wichtig, dass die tatsächlichen Ziele, die du in deinem Leben hast und deine tatsächlichen Wünsche, dass du die im Auge behältst und nicht aus den Augen verlierst, sondern konsequent weiterverfolgst. Vielleicht gibt es mal Rückschritte, vielleicht gibt es mal Pausen, vielleicht gibt es mal Zwangspausen. Egal, behalte deine Wünsche und behalte deine Ziele im Auge. Und das kannst du, indem du jedes Jahr diesen Rückblick machst und schaust, okay, das waren meine Ziele. Was habe ich davon erreicht? Habe ich sie vielleicht übertroffen? Auch das ist möglich. Das kann auch sehr gut vorkommen. Ich habe auch beispielsweise schon sehr viel, viel tiefer gestapelt im Social-Media-Bereich, als es dann am Jahresende dann tatsächlich von den Zahlen her war. Also auch positive Überraschung. Muss ich natürlich dann auch ein bisschen anheben für nächstes Jahr. Aber das ist dieses System. Das Wichtige ist tatsächlich, dass du dir das nicht von außen aufdrücken lässt, sondern dass du von innen heraus entscheidest, was dir wichtig ist und diese Ziele nicht aus den Augen verlierst. Und wenn du eine Jahresplanung machst, und da gehen wir jetzt gleich rüber, wie das ist mit der Jahresplanung, dann hast du dieses Ziel immer wieder vor Augen und dann kannst du auch vergleichen und dann kannst du auch sehen, wie die Fortschritte sind und das gib dir eine innere Ruhe, weil es immer frustrierende Tage gibt. Es gibt frustrierende, es gibt niederschmetternde Tage. Und dann kannst du eben gucken, okay, heute ist ein absoluter Scheißtag. Oder nein, dieser Monat war absoluter Mist. Aber ich hatte auch schon gute Tage in diesem Jahr. Und ich hatte auch schon prima Monate in diesem Jahr. Einfach mal zurückschauen. Es geht also um die Optimierung, deine Wünsche und deine Ziele zu erreichen. Das ist das Ziel, was du verfolgst. Darum geht es und nichts anderes. Was gehört jetzt so in diesen Jahresrückblick? Was sind so die drei wichtigen Punkte? Erstens, was wolltest du erreichen? Zweitens, was hast du erreicht? Und das dritte, Hand aufs Herz, wie fühlst du dich mit dem Erreichten? Wenn du ganz viel erreicht hast, wahnsinnig stolz auf dich sein kannst, aber am Arsch abbrichst vor lauter Tüdeln und vor lauter Arbeiten und kurz vorm Burnout stehst oder schon drin bist oder ihn schon hinter dir hast und jetzt gerade versuchst, dich zu erholen. Super, dann solltest du deine Ziele überdenken. Dann solltest du mehr auf deinen Körper und mehr auf deine Seele achten und mehr darauf achten, was dein Herz dir sagt, was du tatsächlich möchtest. Sei es jetzt Zeit für ein Hobby, sei es Zeit für die Familie, sei es Zeit für dich irgendwo in der Natur, du und die Tanne allein irgendwie. Was auch immer. Wenn du auf der anderen Seite feststellst, ich habe nicht so viel erreicht, wie ich eigentlich wollte, aber ich fühle mich damit sauwohl, alles gut,
dann ist das völlig in Ordnung. Dann kannst du deine Komfortzone ein bisschen vielleicht beim nächsten Jahr ausdehnen und gucken, ob du dich dann immer noch so gut fühlst. Und wenn ja, kannst du dich weiter steigern. Und wenn nicht, fährst du wieder zurück auf das Level, wo du dich gut gefühlt hast. Das ist das, was das Besondere ausmacht bei Selbstständigen und auch bei Pastorinnen und Pastoren. Wir haben Einflussmöglichkeiten auf die Art und die Menge unserer eigenen Arbeit. Als Angestellte und Angestellter nicht unbedingt. Die Etappenziele zählen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Die Etappenziele sind es, die zählen. Und du solltest dich wirklich über das freuen, was du erreicht hast. Und wenn du so einen Jahresrückblick hast, dann ist das toll. Wenn du dir einfach mal ein paar Notizen machst im Laufe des Jahres und einfach aufschreibst, heute ist was Tolles passiert. Ein Kunde hat mich angerufen und hat sich bei mir bedankt. Oder ich habe eine tolle Bewertung bekommen. Oder ein Gemeindemitglied hat mich an der Kirchenpforte angesprochen und hat mir gesagt, dass die Predigt ihn tief berührt hat und erzählt von seinem eigenen Leben dann. Das alles sind Punkte, die du dir aufschreiben solltest. Für die schlechten Tage, die da mit Sicherheit kommen. Es ist ja immer ein Auf und Ab. Fortunas Rad. Also, freu dich über das, was du erreicht hast. Und jetzt gehen wir mal rüber zum Thema mit der Jahresplanung und warum die Jahresplanung dir echte Entspannung ins Haus bringt. Und zwar sowohl privat als auch beruflich. Sowohl als Selbstständige als auch als Pastor. Gupf wie gesprungen, eine Jahresplanung bringt dir Entspannung. Wieso? Erstens, all das, was in deinem Kopf herumschwirrt, wird einmal auf Papier gebracht. Erzähl dir, wie ich das mache. Ich mache das immer so, dass ich mich hinsetze und so eine Art Brainstorming veranstalte. Ich habe jede Menge DIN A4-Zettel. Ich arbeite mit Papier, ich mache es nicht am Computer. Ich möchte das haptisch fühlen und hin und her schieben und was dazu kritzeln und durchstreichen und das sehen und fühlen. Also ich mache es wirklich mit Papier und mit Kudi und dann geht das los. Ich schreibe erstmal alles auf, was mir einfällt. Und da mache ich dann mehrere Bereiche. Erstmal schreibe ich alles auf, was ich mir denke, was meine Kunden interessieren könnte. Welche Themen interessiert sie? Wie erreiche ich sie? Was wollen sie? Dann gucke ich, welche Trends gibt's? Welche Trends gibt's 2020? Da tut sich eine ganze Menge. Dazu übrigens ein Sondernetzsprech am Samstag, den 28. Dezember um 15 Uhr ausnahmsweise mal. Mal Samstagnachmittag, einfach um da auch nochmal gleich euch vorzubereiten. 2020 tut sich eine Riesenmenge. Und da sollten wir uns alle darauf vorbereiten, sage ich jetzt einfach mal, was so Social Media angeht. Hat sich einiges getan, entwickelt sich einiges. Also ich schreibe dann auf, was sind die Trends für 2020? Was habe ich schon mitgekriegt aus Asien, aus Amerika, aus Australien? Was tut sich da gerade? Welche Trends tun sich da gerade auf? Und was davon schwappt nach Europa rüber? Und wie wird der europäische Markt und der deutsche Markt darauf reagieren? Was wird sich ändern? Wird sich überhaupt viel ändern oder sind da unsere Gesetze anders gestrickt? Welche Auswirkungen kann es haben und welche wird es wahrscheinlich haben und in welchen Zeitabständen? Und wie kann man das nutzen? Will man es überhaupt nutzen oder sollte man die Finger davon lassen? Also das sind so Sachen, die ich erstmal so grob alles aufschreibe. Und was ich auch aufschreibe, sind komplett Zahlen, also was ich schon erwähnt habe, wie sieht's mit den Social-Media-Konten aus, wie sieht's mit den Umsätzen aus, die ich erreichen will, wie sieht's mit den Kunden aus, die ich erreichen will, welche Kommunikationswege will ich forcieren, welche Vertriebswege will ich ausprobieren, welche Automatisierung will ich machen, welche neue Technik will ich anwenden, welche Software kommt für mich ab 2020 jetzt dazu und diese ganzen Geschichten. Also alles, was beruflich in irgendeiner Weise relevant ist. Und dann kommt alles, was mich privat umtreibt. Was treibt mich privat um? Ich setze mich dann immer hin und überlege dann nochmal ganz scharf beim Jahresrückblick,
Was hat mir gut getan? Welche Menschen haben mir gut getan? Welche Menschen haben mir nicht gut getan? Und warum? Liegt's an der Person? Dann sage ich gleich Adieu oder liegt's einfach an den Umständen? Sympathische Person, netter Mensch, aber kontraproduktiv. Der eine macht Hü, der andere macht Hot, kann nicht funktionieren. Dann muss ich gucken und den Kontakt reduzieren. Oder tun mir Menschen besonders gut? Dann versuche ich mit diesen Personen mehr Kontakt zu haben. Oder tun mir besondere Situationen besonders gut? Wie sieht das aus mit anderen Dingen? Wie sieht das aus mit Hobbys? Also was ich in diesem Jahresrückblick mit Sicherheit mit aufnehmen werde, ich habe fürchterlich versagt in Richtung private Aktivitäten in Sachen Malerei. Ich wollte so viel malen, ich habe es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Asche auf mein Haupt, 3 Meter hoch. Irgendwie kam die Zeit da. Irgendwie habe ich die Zeit dafür nicht richtig eingeplant. Das wird 2020 definitiv anders werden. Also dann kommt dieser ganze private Bereich. Welche Themen belasten mich eventuell? Was muss ich noch abarbeiten? Welche Themen liegen an? Was muss ich angehen? Und wie? Kann ich es alleine machen? Oder bin ich davon abhängig, dass andere sich bewegen? Und falls ich davon abhängig bin, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das geschieht? Wie kann ich mich darauf einstellen, dass es eventuell nicht bisschen oder wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht passiert? Also diese ganzen Dinge, das alles so, auch andere Dinge wie Patientenvollmacht oder was jetzt auch im Januar, Februar spätestens passieren wird in Richtung Organspende. Gibt es da eine Änderung? Wenn ja, werde ich meinen Organspendeausweis natürlich dementsprechend auch anpassen müssen. Solche Dinge. Also alles so, auch die privaten Sachen, die da so anliegen. Das alles erstmal grob aufschreiben. Und dann bilde ich Cluster. Dann gucke ich, wo gibt es Überschneidungen? Und da mache ich dann so Gruppen draus. Das kommt dann auf andere Zettel. Also ich habe dann erstmal die grobe Kladde, dann wird es ein bisschen ordentlicher und dann verfeinere ich das Ganze. Und dann habe ich so Themenblöcke, wo ich dann weiß, okay, das Thema interessiert meine Kunden, das Thema interessiert mich, jetzt ganz speziell auch privat. Da gibt es da unter Überschneidungspunkte, dann setze ich das doch mal gleich da an den Anfang und dann noch einmal in die Jahresmitte und einmal noch Jahresende, dass ich das dann so zeitlich so ein bisschen verteile. So Pi mal Daumen, dass ich dann immer so weiß, wann ich welche Themen ungefähr angehen werde. Und dann gehe ich als nächstes dann dran, ja, mir diese Ziele zu stecken und dann eben drauf zuzuarbeiten und dann auch wirklich immer wieder zu visualisieren, okay, jetzt habe ich schon wieder, also das ist mir jetzt beispielsweise am International Tea Day passiert. Der war ja nun gestern. Also vielleicht habt ihr es mitbekommen, da hatte ich eine Veranstaltung International Tea Day. Und ich hatte letztes Jahr damit angefangen, Tage des auf meiner Webseite zu starten und von dort in die sozialen Medien zu verteilen. So wie es sein muss. Und ich bin auf die Facebook-Falle eingegangen und bin drauf reingefallen und habe das alles in die Veranstaltung gepostet. Da ist es natürlich nicht verloren, aber es ist natürlich irgendwie nicht das, was ich will. Ich will ja SEO-technisch und Green-Content-technisch, dass das auf meiner Webseite bitteschön ist und nicht irgendwo anders. Also da muss ich dann nochmal rangehen und da muss ich mir jetzt die doppelte Arbeit machen. Das sind dann so Punkte, wo ich sage, so. Also Workflow vorbereiten. Und dann immer sagen, okay, jetzt hat es gerade nicht funktioniert, nächstes Mal wird es besser. Diese Dinge. Das hat eben auch was damit zu tun hier mit dieser Jahresplanung, dass du dir persönliche und berufliche Ziele erstmal setzt, dass du guckst, wie kannst du das besser in Einklang bringen, wie machst du das. Und was dabei sehr, sehr gut hilft, ist ein Jahreshashtag. Was ist das, wirst du dich jetzt vielleicht fragen. Egal, ob es jetzt für dich als Selbstständige ist oder für dich als Pastor, so ein jährlicher Hashtag hat was. Wer jetzt aus dem religiösen Bereich kommt, ihr kennt das dann mit der Jahreslosung. So, und das jetzt klein, 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 klein.
nur für eure Gemeinde oder nur für deine persönliche Webseite als Pastor, als Pastorin, die ich dir dringend empfehle, um eben einmal nicht nur die Arbeit für die Gemeinde zu haben, sondern eben zusätzlich so eine Art Pool, eigene Webseite. Du hast mit einem Jahreshashtag hast du mehrere Sachen auf einmal. Du hast erstmal einen Hashtag, den du das ganze Jahr über verwendest für dich, für deine Kunden, für deine Interessenten, für deine Gemeindemitglieder. Das ist so eine Art Leitstern durch das ganze Jahr. Und immer wenn du vom Weg abkommst, kommt dir dieses Hashtag wieder in den Sinn. Das war für 2019, war es bei mir der Jahreshashtag Leitstruktur. 2018 war es Musterausbruch, weil ich meine kompletten Muster überdacht habe, auf den Prüfstand gestellt habe, alles über Bord geworfen habe, was mich störte und neue Muster angelegt habe. 2019 stand unter dem Hashtag Leitstruktur, da ich das Thema verfolgt habe. Neue Webseitenstruktur aufgebaut, teilweise Social-Media-Konten komplett platt gemacht, teilweise nur deaktiviert bis zur Reaktivierung, neue mit aufgenommen, mich in neue Sachen eingearbeitet und das alles mit einem ganz bestimmten Branding. Ich habe mehr Wert gelegt auf das Unternehmensbranding, mehr Wert gelegt, es auch endlich geschafft, auch mal nicht nur ein visuelles, sondern auch ein akustisches Branding hinzubekommen. Das war alles mit dem Thema Leitstruktur verbunden. Hashtag des nächsten Jahres, ich verrate es jetzt schon mal im Vorfeld, wird Wahrnehmungsberg sein. Das ist auch der Hashtag, der komplett das Jahresprogramm für nächstes Jahr auch bestimmt. Da geht es also darum, einmal das, was wir selber wahrnehmen, das, was unsere Interessenten wahrnehmen, was unbeteiligte Dritte wahrnehmen und wie wir diesen Wahrnehmungsberg erklimmen, Stück für Stück für Stück für Stück, was da alles so dazugehört und dass man unterschiedliche Wege gehen kann und so weiter und so weiter. Wahrnehmungsberg ist der Hashtag des Jahres, mein beruflicher Hashtag für 2020. Und sowas empfehle ich dir auch. Überlege dir einen beruflichen Hashtag für das nächste Jahr. Wenn du selbstständig bist, nimm irgendeinen Hashtag, der sowohl deine Kundschaft als auch dich selbst betrifft. Wenn du Pastorin oder Pastor bist, dann überleg dir ein Hashtag, das auch für zwei Seiten gilt. Einmal für deine Gemeinde und zum anderen für dich. Warum trenne ich das immer so bei Pastorinnen und Pastoren? Es gibt einen Unterschied, einen großen Unterschied zwischen uns Selbstständigen und Pastorinnen und Pastoren. Wir Selbstständige bleiben an einem Projekt, an einer Mission, an einem Ort so lange, bis wir selber wechseln wollen. Bei Pastorinnen und Pastoren ist das anders. Da wird die Gemeinde nicht immer gewollt, sondern manchmal auch von oben befohlen, gewechselt. Das bedeutet aber, dass bestimmte Arbeiten immer wieder von vorne anfangen. Wir kommen wieder zurück auf das Thema mit dem Hamsterrad. Natürlich ist es so, dass du sowohl als Selbstständige, wenn du ein Projekt abschließt, deine Erfahrungen rübernimmst ins neue Projekt, in die neue zusätzliche Selbstständigkeit, in deine neuen Angebote, in deine neuen Produkte. Und so ist es natürlich auch bei jedem Pastor und bei jeder Pastorin. Das grundsätzliche Wissen, die Erfahrung und das Wachstum, was man innerlich mitgemacht hat, was man innerlich erfahren hat in einer Gemeinde, nimmt man ja in die nächste Gemeinde mit. Dennoch fängt man als Pastorin und als Pastor in gewisser Weise immer wieder von vorne an. Man hat ja selbst für sich bestimmte Strukturen erarbeitet, wie man gerne arbeitet.
Und hat vielleicht auch bestimmte Programme erarbeitet für Konfirmanden, für Brautleute, für Seniorenarbeit und so weiter und so weiter und so weiter. Und das muss immer wieder neu etabliert werden. Und deswegen halte ich persönlich es für sinnvoll, aus diesem Grund und aber auch aus Gründen des Selbstschutzes, wenn eine Pastorin und ein Pastor eine eigene Webseite unter dem eigenen Namen führt, wo die Person, der Mensch dargestellt wird, die Arbeit dargestellt wird und auch bestimmte Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Also wenn es Standarddinge gibt, Standardformulare, die sich als praktisch erwiesen haben, dann macht es Sinn, eine Art Portfolio auf der eigenen Pastoren- und Pastorinnen-Webseite zu haben mit bestimmten Formularen, die man dann einfach unter den Arm klemmt sozusagen und von Gemeinde zu Gemeinde mitnimmt und dann einfach sagt, lieber Kantor, hier ist so meine Idee, wirf doch da mal einen Blick drauf, wie du das siehst, oder lieber Kirchenvorstand, hier sind meine Ideen, oder lieber Diakon, lieber Diakonin, liebe Diakonin, schau mal, wie sieht's denn bei dir mit deinen Ideen aus und dann Austausch. Da muss man aber nicht immer wieder das Rad neu erfinden, sondern hat man diese Sachen dauerhaft parat und man hat den zusätzlichen Vorteil, dass dadurch ja auch ein gewisser Einblick in die Arbeitsweise sofort vorhanden ist für spätere zukünftige Stellen. Das nur mal so als kleiner Exkurs. Dieser jährliche Hashtag, auf den ich vorhin zu sprechen kam, der hilft dir aber nicht nur in diesem laufenden Jahr, sondern der hilft dann eben auch in allen weiteren Jahren. Nehmen wir mal an, du nimmst jetzt, bleiben wir mal bei der Gemeindearbeit, du nimmst als Jahreshashtag Konfirmandensicht. Hashtag Konfirmandensicht. Dann kannst du in diesem einen Jahr in der Gemeinde alles auf dieses Thema fokussieren. Wie sieht die Gemeinde die Konfirmanden? Wie sehen die Konfirmanden die einzelnen Sachen in der Gemeinde? Die Konfirmanden können beispielsweise Videoaufnahmen machen, die können Fotos machen, die können ihren eigenen Blog schreiben. Und das Ganze ist dann Green Content für die Webseite der Gemeinde. Und die Gemeinde kann dann eben sagen, okay, das waren jetzt die Erfahrungen 2020. Das war jetzt Konfirmandensicht und das bleibt erhalten auf der Webseite. In der Gemeinde bleibt es erhalten als Erfahrung und man kann darauf aufbauen. Die Konfirmandensicht, die hatten wir jetzt, jetzt kommt die Teamersicht oder jetzt kommt die Sicht der Eltern, was auch immer. So kannst du Jahr für Jahr für Jahr einen bestimmten Hashtag nehmen. Dann hast du zum einen Hashtag für die jeweilige Gemeinde. Und gleichzeitig erarbeitest du dir nur zu diesem Thema deine eigenen Arbeitsmaterialien. Also beispielsweise Konfirmandensicht, sammelst du in einem Jahr alles zum Thema Konfirmandenunterricht, was für dich interessant ist und wo du dann in den nächsten folgenden Jahren darauf aufbaust. Und beim nächsten Jahr, wenn es dann um die Thema geht oder wenn es um die Eltern geht, genau das gleiche, same procedure. Wieder von vorne, Hashtag für die Gemeinde und für dich und gleichzeitig eben die Gemeinde arbeiten, dafür Green Content erarbeiten für die Gemeinde-Webseite und zugleich auch Arbeitsmaterialien für deine eigene Webseite, die du dann eben in die nächste Gemeinde mitnehmen kannst. Das ist das, was ich meine mit langfristiger Hilfe. Ich mache das auch so. Für mich ist das ja sind das ja Hashtags, die mir was bedeutet haben. Deswegen habe ich sie mir ausgesucht. Also Musterausbruch erinnert mich dann auch immer wieder daran, nicht wieder in alte Muster zu verfallen. Leitstruktur erinnert mich immer wieder daran, dass ich an meinen Leitlinien bleibe und nicht so weit nach links oder so weit nach rechts abschwenke, dass ich meine Leitstruktur aus den Augen verliere. Und Wahrnehmungsberg genauso. Stück für Stück für Stück für Stück, Etappe für Etappe nach oben, hoch bis zum Gipfel des Wahrnehmungsberges. Das ist also dieses Langfristige. Hat auch was mit SEO zu tun, mit diesem Green Content, mit SEO und mit entschleunigtem Marketing. Spielt da alles mit rein.
Das alles sind Dinge, die für so ein Jahreshashtag wirklich sprechen. Ich empfehle ihn dir dringend. Dann habe ich gesagt, heute soll es darum gehen, wie du deine Jahresplanung vernünftig strukturierst und dadurch dann auch deine Social-Media-Kanäle viel besser nutzt, als es vielleicht bisher der Fall war. Bei der Struktur deiner Jahresplanung, du hast dir jetzt, wenn du das so machst wie ich, zu Anfang jede Menge aufgeschrieben, hast ganz viele Ideen und weißt schon mal, welche Themen dich interessieren. Und weißt auch schon ungefähr, wo du die, in welchem Zeitraum du die platzierst. Dann hast du das ja schon mal von der Jahreszeit her. Ich mache es immer ganz gerne so, dass ich mir dann grundsätzlich einmal so einen Jahresplan mache, dass ich einfach nur die Monate aufschreibe. Januar bis Dezember. Und mir dann aufschreibe, welche Feiertage sind da, also welche gesetzlichen Feiertage, welche kirchlichen Feiertage sind da, wann will ich arbeiten, wann bin ich nicht zu erreichen, also beispielsweise jetzt auch wieder Dezember 2020 bin ich auch komplett nicht erreichbar, nur wieder für meine Stammkunden, nur im Notfall. Aber ansonsten bin ich da dann auch außen vor. Dann nehme ich mir vor, gibt es bestimmte Messen? Oder gibt es andere große Veranstaltungen, die jetzt für mich persönlich auch wichtig sind? Das können für dich Branchentermine sein. Da kannst du beispielsweise mal in Messeterminen, in Messekalendern einfach mal schauen, welche Messen gibt es denn zu deinen Themen? Willst du da eventuell hin? Oder willst du darüber berichten? Oder willst du darauf aufmerksam machen? Oder ist die Messe so groß, dass du dich da sozusagen ranhängst thematisch? Dann kannst du dir anschauen, wie sieht das aus mit kuriosen Festtagen wie, es fällt mir natürlich, genau, der Welttag des Sandwiches. Also wäre jetzt nichts, wo ich drüber schreiben könnte, aber wenn du in der Gastronomie beispielsweise tätig bist oder Picknickkörbe verkaufst oder sonstiges, dann macht das natürlich Sinn. Oder wenn du für deine Gemeindearbeit nach einem etwas anderen Aufhänger suchst, dann kannst du ja mal ein Gemeindefest machen unter dem Titel Tag des Sandwiches. Wir treffen uns vor der Kirche und machen gemeinsam Picknick. Irgendwie sowas in diese Richtung. Das sind dann so Themenpunkte, die du damit übernehmen kannst. Dann gibt es auch noch so Themen, die du selber setzt. Also Jubiläen zum Beispiel oder aber auch solche Sachen wie ja, die vielleicht auch von außen kommen, wie Wahlen. Gibt's bestimmte Wahltermine oder gibt's Sportgroßereignisse? Also wenn du beispielsweise weißt, es kommt die Fußballweltmeisterschaft oder es kommt die nächste Olympiade, dann kannst du davon ausgehen, dass sehr viele Menschen das verfolgen möchten. Am Fernseher, am Radio, wie auch immer. Und dass es sinnig ist, da drum herum entweder ein Alternativprogramm anzubieten, für diejenigen, die Sportmuffel sind und die sich das auch nicht im Fernsehen ansehen wollen. Oder aber darauf einzugehen und das mit zu integrieren in deine jeweilige Arbeit, in dein jeweiliges Thema. Wenn es denn passt, du musst natürlich gucken, ob es passt. Da kannst du einfach mal schauen. Das sind alles so Dinge, die du damit einarbeiten kannst. Dann hast du erstmal die großen Anhaltspunkte, saisonale Veranstaltungen, andere Themenschwerpunkte. Die hast du dann ja über deine Monate verteilt. Und du hast deine Cluster-Themen. Und dann guckst du, wo passt das thematisch alles rein? Und dann guckst du zusätzlich, welche weiteren Themen ergeben sich durch diese verschiedenen Tage. Und dann machst du eine Auswahl. Denn es gibt 365 oder 366 Tage im Jahr, wenn es ein Schaltjahr ist. Und für jeden Tag was zu schreiben, ist mehr als sportlich. Also dementsprechend solltest du dich auf ein paar Schwerpunkte fokussieren und für diese Schwerpunkte dann eben Dinge schon im Voraus erarbeiten. Für Selbstständige ganz klar Weihnachtsgeschäft, Black Friday definitiv, Muttertag, Ostern eventuell, kommt drauf an, in welcher Branche du tätig bist. Das sind Themen, wo du jetzt schon weißt, die kommen jedes Jahr, das heißt, du kannst dafür Content erstellen. Und du kannst dafür Content erstellen, der auf deiner Webseite ist und den du von dort aus dann in die sozialen Medien teilst.
Und dann weißt du auch ganz genau, wann diese Themen kommen. Ich habe beispielsweise meine Postings für Weihnachten, habe ich im September gepostet. Auf der Webseite und von dort aus sofort rüber auf Pinterest, weil ich weiß, dass Pinterest einen enormen Vorlauf hat. Bei Pinterest brauche ich auch nicht mit irgendwelchen großen, mit kurzfristigen Aktionen kommen. Das funktioniert nicht. Mit kurzfristigen Aktionen kann ich gut kommen auf Twitter oder auch auf Facebook teilweise. Das heißt, ich weiß im Voraus, Weihnachten steht dann und dann vor der Tür. Ich habe für mich jetzt beispielsweise entschieden, dass ich meine komplette Weihnachtskampagne im Sommer fertig haben werde und dass ich im Oktober definitiv mit allem fertig bin, was in irgendeiner Weise mit Social Media Postings und so weiter zu tun hat. Denn die sozialen Medien geben uns die Möglichkeit inzwischen, Postings vorauszuplanen. Das ist auch etwas, was ich bisher nur relativ eingeschränkt genutzt habe, was ich aber in 2020 definitiv verstärkt nutzen werde. Wo ich jetzt schon anfange zu schauen, welche Veranstaltungen aus 2019 wird es auch in 2020 geben, die dann entsprechend dann jetzt in einigen Tagen dann auch schon scharf schalten und dann auch schon überlegen, welche Postings sind eventuell schon sinnvoll, was kann ich schon dort einplanen, wo ich dann weiß, dass die automatisch dann dementsprechend dann angezeigt werden. Das alles sind so Sachen, wo du eine Struktur reinbringst. Und wenn du diese Struktur hast, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Dann hast du diese Struktur auch für Dritte. Und diese Dritten, das ist je nachdem, ob du jetzt selbstständig bist, eben dein Zulieferer, externe Dienstleister, aber eben auch Teamer oder Gemeindemitglieder, wenn du Pastor oder Pastorin bist und eben auch Zulieferer und externe Dienstleister, wenn du Pastor oder Pastorin bist. Ich habe vor einiger Zeit, du erinnerst dich eventuell noch, schon darauf hingewiesen, dass du nicht alles selbst machen musst, dass es sinnvoll sein kann, bestimmte Dinge abzugeben. Es kann ja sein, dass du so wie ich tickst und dir künstlerische Dinge, also sowas wie Posting, kreieren, so ein bisschen mit Grafiken arbeiten, vielleicht auch digitales Malen und Co. Wenn dir das liegt, wenn dir das Spaß macht und du das als Entspannung empfindest, dann wirst du das weiterhin auch selbst machen. Dann kannst du das aber vielleicht auch so machen, dass du dich mal sofort nach Weihnachten hinsetzt und dann schon mal die Sachen erarbeitest für das kommende Weihnachten. Ganz konkret, wenn du jetzt festgestellt hast, ich möchte 2020 die Konfirmanden und die Teamer mehr einbinden in die Adventsgottesdienste, die sollen sich da mehr engagieren und das soll nachhaltig bleiben und da soll die Gemeinde auch was von haben. Dann kannst du doch jetzt beispielsweise schon mal überlegen, mit den Konfirmanden dann zusammen, Weihnachten gibt es auch schon wieder in ein paar Monaten. Was wollen wir denn da machen? Und da dann beispielsweise schon mal anfangen lassen, dass die Jugendlichen anfangen, die Weihnachtsgeschichte neu zu verfilmen, wäre eine Möglichkeit. Oder neue Texte dafür zu schreiben, in die jetzige Zeit rüberzubringen. Sich jeweils eine einzelne Adventfigur, eine einzelne Figur aus der Adventsgeschichte, aus der Bibel herauszupicken und dann zu sagen, ich bin Pilatus. Ach Quatsch, Pilatus sage ich jetzt schon. Ostern, nein, ich war jetzt bei Weihnachten. Also Weihnachten. Ich bin Kaspar, ich bin Melchior oder ich bin der Hirte, der es zuerst erfahren hat oder ich bin der Gastwirt oder ich bin die dazugeeilte Hebamme, die von dem besorgten Gastwirt dahingeschickt wurde und kam, als das Kind schon da war oder ähnliche Dinge. Das kannst du alles natürlich machen. Dadurch werden die Konfirmanden eingebunden, haben das Gefühl, sie sind mitbeteiligt und können dann eben auch die Ergebnisse präsentieren auf der Webseite, die dann eben dauerhaft die Ergebnisse dann auch zeigt, die dauerhaft dann auch auf Traffic auf die Gemeindeseite führt. Solche Dinge. Du hast also durch diese Hashtags und durch die Struktur, durch die Jahresstruktur deines Contents und deiner Themenplanung hast du einen roten Faden.
Für Selbstständige ist das sehr frei. Für Pastorinnen und Pastoren ist dann natürlich die Vorgabe durch die einzelnen Sonntage, dass bestimmte Themen vorgegeben werden. Ja, das stimmt. Dennoch kann auf die Art und Weise einiges an Arbeit auf mehr Schultern verteilt werden. Ich habe es häufiger erlebt, dass in letzter Sekunde im November plötzlich festgestellt wird, ich möchte meine Konfirmanden noch einbinden. Wie mache ich das jetzt am besten? Oder wie mache ich das mit dem Krippenspiel? Mir sind Kinder ausgefallen oder gibt es noch irgendwelche Ideen? Das liegt nahe, dass das im November aufkommt, weil dann ja der Dezember mit den entsprechenden Terminen schon vor der Tür steht. Es ist aber auch pure Anstrengung und purer Stress, der nicht nötig ist. Wenn du jetzt sofort nach Weihnachten damit anfängst, loszulegen für Weihnachten, das kommt, und das dann Jahr für Jahr immer weiter ausbaust, dann hast du ein Portfolio an Dingen, auf die du dann im Laufe der Zeit immer besser zurückgreifen kannst und vor allen Dingen, wo deine anderen Mitstreiter, andere Gemeindemitglieder, Teamer, Ehrenamtliche, die verschiedenen Gruppen in der Gemeinde auch mit zuarbeiten können, sich darauf einstellen können, sich selber mit einbringen können und dann eben auch mit einem anderen Selbstbewusstsein an die ganze Geschichte rangehen, als wenn sie dann im November darauf angesprochen werden, was können wir tun? Oder wir müssen das und das noch unbedingt machen. Und naja, sagen wir mal so, du bist nicht der Einzige oder nicht die Einzige, bei der Planung eine Rolle spielt und bei der Planung Entspannung bringt. Und so ein roter Faden bringt auch zusätzlich noch eine gewisse Struktur auch für die Gemeindemitglieder. Jetzt mal aus der Sicht der Laien und aus der Marketing-Sicht. Es gibt ja immer spezielle Themen, die einen gerade interessieren. Aber wird dieses Thema jetzt im Gottesdienst behandelt? Keiner weiß es. Das Beste, was du erfahren kannst, ist tatsächlich in irgendeiner Form nochmal über die Bibelsonntage zu gehen. Das werden bibelfeste, kirchentreue Personen machen, aber kirchenferne eher nicht so. Da wird eher geschaut nach Themen, nicht unbedingt nach irgendwelchen Bibelkürzen, nicht irgendwie nach irgendwelchen Buchangaben, sondern es wird nach Themen gesucht. Und wenn feststeht, dass ein bestimmtes Thema, beispielsweise eben das Thema Konfirmandensicht, das ganze Jahr durchgeht, dann weiß man, ah ja, Konfirmandensicht auf das und das Thema, auf das Thema Ostern, auf das Thema Muttertag, auf das Thema Totensonntag, was auch immer. Das bringt eine gewisse Ruhe hinein und eine gewisse Zuverlässigkeit. Und das ist etwas, was Menschen sich wünschen. Die Möglichkeit zu wissen, was erwartet mich da eigentlich? Worauf kann ich mich einstellen? Auch nochmal so ein Tipp. Und dann kommt es auf den Mix von dem Content an. Green Content, nochmal zur Erklärung, ich bin mir nicht sicher, ob ich das, nee, heute habe ich es noch gar nicht erklärt. Also nochmal, bin ich auch eine kleine Schallplatte drin. Green Content bedeutet immer grüner Content, immer grüner Inhalt. Also Inhalt, der an Relevanz über die Jahre hinweg nicht oder nicht gravierend verliert. Es wird jedes Jahr Ostern geben, es wird jedes Jahr Weihnachten geben. Es wird jedes Jahr die Heilige Drei Könige geben. Es gibt also immer wieder die gleichen Themen. Das sind Themen, wo du dann als Pastorin, Pastor, dann auch eben deine Mitstreiter auch ansetzen kannst. Schreib doch mal einen Blogbeitrag zum Thema Ostern. Was sagt ihr, liebe Konfirmanden, zum Thema Ostern? Was verbindet ihr alle damit? Schreibt mal alles auf. Schreibt mal alle Begriffe auf.
und einfach auch mal so die Vorarbeit mit einbinden. Und dann ist dieser Blogbeitrag auf Dauer auf der Webseite zu finden und bringt über die Jahre immer wieder neuen Traffic, insbesondere wenn du das Ganze dann auf Pinterest mitteilst. Dann brauchst du den Mix aus den unterschiedlichen Inhalten. Du weißt ja, welche Tage im Kalender anstehen, welche Themen im Kalender anstehen, und dann guckst du, wie bereitest du das jeweilige Thema auf? Ist das Thema ein Thema, das vom Verstand her, oder ist das ein Thema, was vom Herzen her mehr angegangen wird? Also Valentinstag ist dann ja beispielsweise mehr so Emotion, Liebe, halala. Pfingsten ist dann mehr so etwas, was du erklären musst, wo du also in die Erklärung gehen solltest. Worum geht's? Pfingsten? Solche Dinge. Dann, wie ist das mit Grafiken? Wenn du beispielsweise weißt, es müssen Grafiken erstellt werden und du weißt ganz genau, ich möchte diese Stockfotos, die ich gefunden habe, nicht wieder nehmen. Ich möchte irgendwas anderes haben. Ich möchte mal mit Illustrationen arbeiten oder ich möchte mit Fotos arbeiten, die selber beschriften und auf der sicheren Seite sein, dass mir kein Anwalt irgendwie dazwischen grätscht. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, kostenfreies Programm canva.com, habe ich ja bei einem der letzten Netzspreche vorgestellt. Oder aber du nutzt Outsourcing. Das heißt, du suchst dir jemanden, der das für dich für günstiges Geld erledigt, der Grafiken, Illustrationen oder andere Dinge für dich nach deinen Wünschen erstellt. Da mein Geheimtipp in Anführungsstrichen, so geheim ist der Tipp nicht mehr, hat sich rumgesprochen in der Szene, wäre fiverr.com. fiverr.com. Auf fiverr.com bekommst du im Grunde genommen alles, was das Herz begehrt. Darauf achten solltest du, dass du dir immer eine sogenannte kommerzielle Nutzung mitbuchst. Das Ganze geht los tatsächlich ab 4,95 Euro, geht hoch bis in mehrere hundert Euro. Aber ab 4,95 Euro kannst du dir tatsächlich schon Illustrationen erstellen lassen, da kannst du dir Texte erstellen lassen, da kannst du dir auch Mockups erstellen lassen, also so eine Art Vorlagen. Jede Menge kannst du dafür outsourcen. Also wenn du sagst, ich habe keine Zeit dafür, es gibt auch niemanden in meiner Umgebung, weder in meiner Firma noch als Zulieferer noch sonst irgendwo, dann ist das eine tolle Möglichkeit, da auf externe Zulieferer, auf freiberufliche Zulieferer zu setzen. Das nächste, was du dann auch überlegst, ist in Richtung Abwechslung zu gehen. Das heißt, du selbst tendierst mit Sicherheit in eine bestimmte Richtung. Bei mir sind es zum einen Videos und zum anderen sind es die Schriftform, ist es die Schriftform in Form von Blogbeiträgen, dass ich relativ wenige Blogbeiträge schreibe, aber dafür sehr ausführliche Blogbeiträge schreibe. Auch aus SEO-Gründen, auch aufgrund des entschleunigten Marketings. Das sind so meine das ist mein persönlicher Geschmack. Das mache ich gerne und das mache ich dann eben auch häufiger. Ich habe aber festgestellt, dass das natürlich mein Geschmack ist und dass ich damit dann eben natürlich nur eine bestimmte Gruppe von Menschen erreichen kann. Ich möchte aber natürlich noch sehr viel mehr Menschen erreichen. Also wird ab 2020 für mich das Thema Podcast sehr viel schneller aktuell, als ich es ursprünglich geplant hatte. Ich hatte eigentlich gedacht, noch 2020 noch weiter aufzubauen und 2021 in die Podcasts zu gehen. Ich werde das vorziehen, weil Podcasts immer beliebter werden. Und was ich auch definitiv machen werde, ist auch in Richtung mehr mit PDF anbieten und mehr in Richtung auch Zahlenwerken mit anzubieten. Also Statistiken und Co. mehr sprechen zu lassen. Das sind Dinge, die ich dann mit reinnehme. Also da ist dann dieser Content-Mix. Und immer wieder eben auch die Abwechslung, dass ich dann die Content-Einheit unterbreche durch andere Content-Arten. Das im Grunde genommen ist das dieser Mix. Du musst
Also du musst nicht, ich empfehle dir, den Mix zu machen, einmal aus Dingen, die vom Verstand her angegangen werden, dann von Dingen, die vom Herzen her angegangen werden, dann deine Termine einmal durchzuplanen und zu gucken, was interessiert dich, was interessiert deine Kundschaft, was interessiert deine Gemeinde, was ist wichtig. Dann vielleicht auch so ein paar Glücksmomente einzubauen, also solche Dinge wie wirklich hier Tag des Sandwiches oder ähnliche Dinge, einfach so just for fun, nicht immer nur rein beruflich, sondern auch mehr so auf der persönlichen Ebene etwas. Und dann eben ganz wichtig, auch diese saisonalen Punkte frühzeitig anzugehen und wirklich antisaisonal zu arbeiten. Das heißt, direkt nach Weihnachten, für Weihnachten loszulegen oder eben vor Weihnachten mit Ostern loszulegen und so weiter. Wenn du da irgendwie Unterstützung brauchst, kein Problem. Werde ich mit Sicherheit 2020 auch Workshops mit anbieten und auch Webinare mit anbieten. Da geht die Richtung bei mir hin. Nächstes Jahr in Richtung mit dem Wahrnehmungsberg, weil das liegt wirklich nah. Das war's jetzt zu dem Thema Netzsprech, zum Thema Jahresrückblick und Jahresplanung. Und wenn du beides beherzigst, wenn du diese Bestandsaufnahmen machst und eben da dann deinem Herzen auch Raum lässt und guckst, was passt tatsächlich, was ist gut gelaufen und was ist zwar nicht so gut gelaufen, aber ich bin damit zufrieden, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und das ist das, was ich dir wirklich empfehle, wo ich dir sagen kann, das ist der Weg, den du gehen solltest, wenn es um ja, Jahresrückblick geht. Besser geht es einfach nicht. So, jetzt komme ich nochmal zurück. Das war heute ein langer, langer Netzsprech. Ich habe es schon kommen sehen, weil zwei sehr komplexe Themen waren. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen für dich. Schreib mir gerne mal einen Kommentar. Teil auch gerne das Video. Ich freue mich über deine Reaktion. Facebook natürlich auch. Du weißt, wenn du darauf reagierst, bekommt Facebook das mit und das Video wird als relevanter eingestuft. Also ich freue mich tatsächlich, wenn du dieses Video weiterempfiehlst, weiterteilst, dir anschaust, vielleicht nochmal anschaust, wenn da irgendwelche Unklarheiten sind, wenn du nochmal noch was nachsehen willst. Ja, wie geht's weiter? Erstmal am 19. mit meinem persönlichen Jahresrückblick 2019 und Jahresvorausschau für 2020. Was habe ich alles geschafft? Wie ist der Stand der Dinge? Und wohin geht die Reise? Was erwartet dich 2020? Worauf darfst du dich freuen? Welche Programme kommen auf dich zu? Lass dich überraschen. Das ist alles am 19. Und dann gibt es noch, nach Weihnachten gibt es noch ein Sondernetzsprech. Ich habe es schon erwähnt, da geht es darum, welche Neuerungen kommen im 2020 auf uns zu. Internetseitig, rechtlich, alles, was da so drunter fällt. Ihr wisst, ich mache keine Rechtsberatung. Ich weise nur darauf bestimmte Punkte darauf hin, die ihr im Auge behalten solltet, wo ihr dann einfach bitte mal den Rechtsanwalt, die Rechtsanwältin eures Vertrauens ansprecht oder auch andere Dinge, also technische Dinge. Welche Trends, welche Entwicklungen schwappen gerade rüber? Was ergibt sich da? Ganz, ganz spannend, ganz, ganz toll, was sich da jetzt gerade entwickelt. Und da solltest du auch von Anfang an mit dabei sein. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Ja, und eine ruhige Adventszeit. Wir hören und sehen uns dann hoffentlich in der anderen Veranstaltung, in der Veranstaltung Jahresrückblick, Jahresvorausschau am 19. Mach's gut bis dahin. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.